Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Genau, ich sitze gerade hier. Meine Familie ist schon komplett im Nest. Ja, ist ja auch spät genug. Ist schon 11:15. Ich habe nur gerade den Drang. Ich möchte gerne noch ein bisschen was in den Webstars Pages erledigen. Und ich habe mir dieses Bärchenpapier, das ich 2021 zum Geburtstag bekommen habe, von einer ganz lieben Bekannten hier auf YouTube, habe ich mir jetzt endlich mal oder habe ich endlich wieder gefunden und möchte es jetzt einfach verarbeitet haben, dass es einfach nicht mehr rumliegt. Und ich habe mir jetzt vorhin, weil ich eigentlich noch mal so ein zweites Heft für den Webster's Pages wollte, habe ich mir jetzt einfach mal aus dem Schulheft selber was geschnitten und vorbereitet. Ich glaube, ich muss es aber noch mal zusätzlich tackern, weil die Nadeln halt doch nicht so bombenfest sitzen. Also ich habe das Gefühl, das kracht mir gleich auseinander. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt die drei großen Hintergründe noch einkleben. Ich habe den hier schon echt gut gefüllt und möchte mir das einfach hübsch herrichten. Habe auch so ein bisschen im Hintergrund schon Weihnachtsmusik laufen. Ich gestehe, ich bin wirklich so ein irres Huhn, dass ich das jetzt echt schon laufen habe. Ich habe auch schon die halben Nägel schon gemacht. Für alles andere hatte ich jetzt heute keinen Nerv, weil ich einfach ein paar Sachen erledigen wollte und sonst einfach einen entspannten Tag haben wollte. Mein Mann war unterwegs und ja, wir haben uns einfach einen schönen und ruhigen Tag gemacht. Ordentlich Wäsche gewaschen, aber so im Allgemeinen habe ich den Tag wirklich krass genossen. Ich war dann auch mit meinen beiden Jüngsten unterwegs und kurz beim Rewe und DM. Und ja, habe dann auch gar nicht gemerkt, wie spät es schon ist. Also die Kleine heute Mittag hinlegen konnte ich dann am Schluss komplett vergessen. Das hat überhaupt nicht zeitlich mehr so wirklich funktioniert, weil bis ich auf die Uhr geguckt habe, war es schon wirklich 2:30 und dann habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt muss das Kind auch nicht mehr ins Bett gepackt werden. Ich habe es gegen, glaube ich, 16:30 dann bereut. Aber ja, okay. Ist halt manchmal echt so, ne? Ja. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe diesen Webster's Pages, den hatte ich beim Planertreff. Ich weiß gar nicht, das sieht man auch, wann war das letzte Planertreff? Ich glaube 2021. Kann das sein? 2020, 2021, irgendwann im Herbst. Da hatte ich den ja von einer Bekannten komplett abgekauft vom Planertreff, bei dem ich ein paar Mal war. Dann lag er halt jetzt eine ganze Zeit lang bei meiner Tochter oben. Die fand den so cool und hat letzten Endes überhaupt nichts damit gemacht. Und jetzt bin ich mir halt so ein bisschen am Überlegen, was ich damit mache. Vielleicht richte ich mir wirklich für so einen Planertreff einfach mal her, dass man einfach sich einfach auch mal ein anderes Format Designs reinsetze, aber halt mit den Ideen hier, weil ich bin auch am Überlegen, ob ich auch mal sowas auf die Beine stelle, sofern sich halt ein paar Leute wirklich melden, die da Lust drauf haben aus der Region Stuttgart drumherum. Wenn sich da so 10 Personen
finden. Dann kann man ja sowas locker flockig mal anfangen zu planen. Ja. Also ich denke mal so ab 10 Personen ist das dann, lohnt sich das einfach auch, sich die Sorgen zu, die Arbeit zu machen. Genau, weil man dann halt auch dafür sorgen wird, so würde ich sagen, dass man halt auch so ein bisschen Sponsoren findet, so Leute oder verschiedene Bastelshops, die einem halt einfach das ein oder andere Teil für so eine Goodie-Bag dann bereitstellen, dass man dann natürlich da auch Gutscheine dann oder irgendwie Shoplinks oder sowas dafür bekommt, wo man dann halt doch nochmal das ein oder andere Teil suchen kann, da selbstverständlich auch Werbung für macht, ne? Ist klar. Wenn man einen Insta-Account hat und sich da doch bastelwütige tummeln, ist es natürlich dann auch für die Shop-Inhaber, die halt diese Goodie-Bags rausgeben, halt schon echt cool, wenn man da so ein bisschen Werbung für macht, ne? Wenn man sagt, hey, ich war auf dem Planer-Treff und schaut mal, was ich da als Goodie-Bag oder was da in meiner Goodie-Bag drin war. Da habe ich von einem Shop das und das bekommen. Hey, die Qualität ist so geil. Ich möchte euch auf jeden Fall, also ich durfte es mitnehmen, das ist meins und ich kann euch auf jeden Fall den Link geben und ich kann euch diesen Shop empfehlen und alles. Finde ich dann irgendwohin gehört sich dann auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen die Werbetrommel für die im Endeffekt rührt, ne? Und da bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich sowas vielleicht mal irgendwie versuchen soll. Über Insta, über YouTube, über keine Ahnung. Vielleicht sind bei Threads auch so ein paar kreative Köpfe, vielleicht auch über Facebook. Ich bin da zwar ja eigentlich nur noch angemeldet, aber 0,0 aktiv, weil mich Facebook einfach noch mal ein bisschen krasser schlaucht wegen diesen ganzen Negativ-Nachrichten. Also es ging schon irgendwann 2020 los, dass ich mich da wirklich von distanziert habe und hauptsächlich eigentlich auf Insta unterwegs war, weil da halt wirklich weniger Gejammer über alles war. Und ja, wenn ich mir teilweise so die Insta-Feeds und Profile angucke, was da gepostet wird, dann weiß ich auch wieder, warum ich so inaktiv bei Facebook bin. Weil einfach die Jammerei von keinem wirklich aufhört. Also, ja, ich bin halt echt am Rattern und überlegen, ob ich das vielleicht mal mache, dass ich einfach mal so ein Planertreffen anstoß, weil ich auch gucken könnte mit einem Restaurant hier bei mir ums Eck, dass man da vielleicht was organisiert bekommt. Ja. Also ich hatte das hier jetzt wieder rein. Das hier ist jetzt gerade so ein bisschen mein Wichtelplaner. Was ich rausholen möchte, sind diese Santoros mit meinen Wurstfingern. Ja, alles klar. Denn die habe ich, also die hat meine Tochter da rein sortiert. Und oder heißen die Santoro, ne? Ja, Santoros. Genau, also mit denen hat sie auch nicht so viel gemacht. Ich werde es auf jeden Fall aufheben, aber halt nicht hier in dem Planer. Ne? Also ich habe ja von denen auch, da hat sie was draufgeklebt, geht aber glücklicherweise leicht ab. Ich habe von denen auch Stempel. Also ich werde die definitiv nicht entsorgen. Die bleiben definitiv hier, aber halt, ja wie gesagt, nicht in diesem Planer. So, und dann habe ich hier noch so ein bisschen was ich dann mit einfügen werde. Und auch hier so eine Streifen, Stanzteile ganz viele, bei denen ich jetzt einfach gucken möchte, dass ich sie irgendwo unterbekomme. Hier dieses Paper-Padding, das tue ich mir jetzt, also diese Beschreibung tue ich mir jetzt da oben rein. Und dann habe ich hier noch so eins, bisschen breit,
Müsste ich jetzt gucken, aber ich habe gerade meine Papierschneide nicht hier, deswegen lege ich mir das mal nach oben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt hier wirklich regulär in dem hier anfange oder ob ich mir das einfach so als Reserve. Ich glaube, ich nutze es mehr als Reserve, weil ich muss auch den Einband noch verändern. Also ich hatte mir jetzt einfach nur diesen Standardeinband genommen von dem Heft, weil ich wollte es mit Designpapier machen, aber das war alles zu kurz. Also da hätte ich noch so ein Buchbinder-Leinenteil gebraucht, um das so zusammenzufügen. Ich denke, ich werde es einfach irgendwo hin verzieren. Also hier jetzt zum Beispiel in dem Heft habe ich das schon gemacht. Das ist auch zu breit. Dass ich da einfach schon so ein bisschen angefangen habe, dass ich da einfach so Planer-Treff-Gedönse da vielleicht irgendwie Label oder Ausdruck oder irgendwie, dass ich das dann wirklich dafür nehme. Weil, wie gesagt, ich hätte schon echt voll Bock mal wieder drauf. Einfach mal so ein paar, weiß ich nicht, so ein paar Planer-Mädels zu treffen, kennenzulernen, die halt wirklich hier aus der Region Stuttgart, keine Ahnung, Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn, Esslingen, Reutlingen, wenn es euch nicht zu weit ist. Ich muss halt sagen, es wird dann halt wirklich in meiner Heimatstadt ganz nah bei Stuttgart, also zwischen Stuttgart und Ludwigsburg stattfinden. Weil wenn ich das organisiere, dann nehme ich halt auch was vor Ort. Na, ist klar, damit ich da nicht erst 20 Kilometer hinfahren muss, um das mit denen zu planen, wie wir das am geschicktesten machen könnten. Na, aber das ist, glaube ich, jedem klar. Also wenn es euch, sage ich mal, ich sage jetzt einfach mal Nennwert Ludwigsburg, ne? Blühendes Barock, Schloss, Monrepot, Ikea. Dann glaube ich wieder, Ikea. Alles klar. Ne? Genau. Also wenn euch das nicht zu weit ist, seid ihr da herzlich willkommen. Aber ich freue mich über jeden, der sich, also der da dran Interesse hätte, wirklich da dabei zu sein, damit wir einfach so eine lustige und fröhliche Truppe von so circa 15 Menschen werden. Ne? Menschen. Es dürfen natürlich auch Herren kommen, die gerne basteln. Da freue ich mich natürlich auch. Ne? Nur mal so nebenbei bemerkt. Ne? Es ist jetzt nicht nur ein Planertreffen für Damen. Ne? Es dürfen natürlich auch Herren kommen. Das ist ja wohl klar, ne? Jeder, der schummelt, ist da willkommen. Also, finde ich persönlich ist normal. Ne? Weil auch Männer haben dieses Hobby. Ich kann mich noch gut, wie heißt der gute, liebe Mensch, der Stempler? Ne? Der ist auch hier bei, oder der ist auch bei YouTube sehr, sehr aktiv. Heißt, glaube ich, der Stempler. Macht viel mit Stampin' Up. Finde ich mega geil. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Echt ohne Witz. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ich finde es mega geil. Ich weiß aber auch gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Aber mega, voll geil. Ist, glaube ich, wirklich so eine Art Unikat, ne? In diesem Bereich. Also ich kenne da nicht, ich kenne wirklich nicht viele Männer, die das so hammermäßig hinbekommen wie er. Boah, das ist echt, also da kannst du Neid bekommen, wenn du dem seine Bastelwerke siehst, ne? Wie gigantisch seine Sachen aussehen. Na, aber das ist halt auch so ein Ding von Übung. Ne? Also, ich denke mal, wenn man fleißig übt, dann ist da echt viel möglich. Ja. Wir sind momentan hier eher so am Designs machen. Am Designs machen und ich bin jetzt gerade auch momentan so ein bisschen am Gucken, am Werkeln machen und tun, dass ich ein gescheites Stativ bekomme, dass ich dann auch mitnehmen werde, wenn ich
unterwegs dann, also wenn ich Urlaub mache oder so, dass ich dann halt einfach nicht nur dieses lappelige Tischstativ habe, sondern halt wirklich auch unterwegs ein gescheites Stativ, damit ich da halt auch schön unterwegs ein bisschen journalen kann. Ja, weil das mir einfach auch unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und ich möchte einfach, auch wenn ich mal in Füssen bin, einfach mal ein bisschen journalen. Ne? Und nicht nur hier oder nicht nur darauf warten, dass ich dann das Travel Journal fertig mache, wenn ich dann wieder hier bin, sondern einfach, dass ich das auch dort mal anstoßen kann. Dass ich dann da einfach wieder so ein kleines Journal with me dann direkt vor Ort mache. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ich denke, ich werde jetzt mal versuchen, das so halbwegs gerade mit der Schere abzuschneiden. Das hat so halbwegs geklappt. Und ich hoffe, dass jetzt... Ich hab's fast befürchtet, dass das Klebeband ein bisschen zu breit für den Streifen ist. Egal, dann falte ich es um. Ich habe nämlich das dünne Klebeband jetzt gerade nicht hier oben. Das ist unten im Ding, im Schlafzimmer. Also deswegen, ich ziehe jetzt mal kurz diesen Streifen zu mir her. Ja, jetzt bappt es. Also dieses Klebeband ist wirklich gigantisch. Ja, es bappt schon an mir. Aber ich will halt nicht, dass alles zusammenklebt. Sonst setze ich da halt einfach Ding. Ja, das hat doch recht gut geklappt. Ne? Das hat doch recht gut geklappt vom Ding, vom gerade abschneiden. Ja. Schauen wir mal, was wir hier haben. Vielleicht ist hier noch irgendwie was dabei, was man da so ein bisschen aufkleben könnte. Nee. Ja, das ist doch süß. Okay. Ja, genau. Also so bisher der Hirnschmalz, so bisher die Überlegungen und Gedanken. Also, ja. Wenn ihr sagt, hättet ihr Lust drauf? Ich würde es eventuell, ich muss halt gucken, ab wann möglich. Also jetzt vor Weihnachten gar nicht mehr. Das wird zu knapp, das ist unrealistisch, das planen zu können. Hat schon gesagt, mit einem Vierteljahr Vorlaufzeit wirklich einfach mal zu gucken, ob man das eventuell vielleicht im Februar hinbekommt. Weil dann kann ich nämlich auch mit meinem Bekannten da mal quatschen, unter welchen Bedingungen man das eventuell bei ihm machen könnte. Und ja, dann einfach mal guckt, ob man überhaupt genügend Mädels zusammenbekommt, die da wirklich Interesse dran haben. Ja. Genau. Ja, mir geht gerade echt irgendwohin auch so ein bisschen die Energie aus. Also ich wollte jetzt eigentlich noch viel mehr in dem Büchlein gestalten. Aber, ja, vielleicht machen wir noch eine Seite. Eine Seite geht noch. Bisschen Ding, da habe ich schon meinen Marzipan. Bisschen Marzipan noch und eine Seite. Eine Seite geht noch. Ich bin aber am Überlegen, was ich mit der hier mache, weil die hatte ich aus diesem Deckblatt geschnitten. Vielleicht nehme ich mir hier noch so eine. Und ich denke, die anderen, die werde ich dann einfach in so eine oh, das ist so süß, dieses One in a Million, das habe ich so geliebt. Das war süß. Warum ist das alles so durcheinander? Hello Love, ja, schaut euch das an, wie süß das ist. Happy Birthday, naja, gut, okay, das passt nicht so wirklich. Ich glaube, ich nehme das hier.
Ja, ich glaube, ich nehme das. So, dann kann ich nämlich die anderen Sachen da alle hier so reintun. Kann sie mal auf die Seite stellen und mich einfach freuen, dass ich so ein bisschen was gemacht habe. Das muss ja auch nicht immer, wenn man irgendwie so eine Videos macht, da jetzt die Mords das Ergebnis bei rauskommen und alles muss fertig sein und keine Ahnung, dieser Erwartungsdruck, den man da teilweise selber an sich hat, der ist halt einfach unnormal. Also wenn ich jetzt auch so gucke, so ich glaube noch vor 3, 4 Jahren wäre ich irre geworden. Ich habe so oft, ich habe einen Abonnent mehr, dann ist auf einmal wieder ein Abonnent weg, dann ist wieder einer mehr, dann ist wieder einer weg. Also das hätte mir oder hätte mich vor 4 Jahren hätte mich das echt irre gemacht. Ich finde einfach, man muss von diesem krassen, ungesunden Erwartungsdruck echt wegkommen. Ja, genau. Aber viele haben das halt einfach und die kommen davon auch nicht los. Ich finde das so schlimm. Immer dieses, ja, oh Gott, wen interessiert das, wenn du schon wieder irgendwie Design machst? Es geht ja im Endeffekt nicht darum, dass man jetzt nur Designs macht, sondern einfach auch irgendwohin zeigt, diese kreativen Einblicke einfach auch bringt, was man jetzt endlich wieder macht, was endlich wieder möglich ist. Es war ja halt eine ganze Zeit lang sehr mau auf dem Kanal und ich bin halt auch nicht auf die Idee gekommen, diese sorry, mein Bekannter hat gerade geschrieben, mich zum Lachen gebracht, diese Shorts, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Das hätte ich über die letzten 2 Jahre auch die ganze Zeit machen können, da wäre der Kanal wahrscheinlich gar nicht so abgesoffen. Wobei ja schon ziemlich pissig drauf reagiert wurde, als ich dann aufgehört habe, die ganze Zeit irgendwelche Karten zu basteln oder irgendwelche Hauls hochzuladen. Wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ich will halt einfach nicht mehr die ganze Zeit nur noch Hauls hochladen. Das ist mir einfach zu blöd und das funktioniert halt einfach auch gar nicht. Ne? Aber, naja. So, obala. Tue gleich mal hier die Schere weg. Und dann schaue ich mal, ob ich das so irgendwie ein bisschen eingeordnet bekomme da in dem Planer, was ich noch hier so an Schnipseln da habe. Ich glaube es jetzt zwar leider nicht, dass ich das alles hier reinbekomme, weil ich noch so kleinen Schnipsel da habe. Oder lasse ich sie in der, ich wollte jetzt gerade sagen, in der Schüssel, in der Schachtel. So, okay. Das ist doch auch echt schön. Ja, jetzt mal schauen, wo beispielsweise diese breiten Streifen eventuell noch drauf passen würden. Dann könnte man die nämlich einfach auch gleich mal so umverteilen. Das könnte man eventuell hier drauf tun, um das Design einfach ein bisschen ruhiger zu machen. Oder? Wobei, ich glaube, hier wird es sogar noch besser drauf passen. Ja, einfach auch mal dieses Einordnen. Wo könnte das seinen Platz finden? Wo könnte es hinpassen? Weil ich habe ja noch so ein paar Streifen. Damit das einfach auch mal... Oh nee, das ist zu doll. Ich glaube eher dann hier. Weil das hier, das kann man... Nee, das ist... Boah, nee, m-m. Das ist sehr heftig, sehr krass. Aber das ist doch... Nee, das finde ich besser. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Es sind ja noch ein paar Papiere, die hier drin sind. Ja. Ja, könnte ich theoretisch dann eigentlich auch mal alles hier befestigen. Dann nehme ich mir doch nochmal die Schere und befestige diese Streifen zumindest mal.
dass ich mal die Streifen untergebracht habe. Genau, und dann mache ich einen Cut in dem Video und schau mal, was mein Bekannter wollte. Weil ich habe jetzt nur irgendwie einen lachenden Smiley und ja. Schickt mir mal Smileys. Also wie bei Teenagern. Immer Smileys hin und her. Smileys, Smileys, Smileys. Wir sind irgendwie noch Kinder geblieben. Ja. Genau. Wir sind irgendwie Kinder geblieben. Ja. Über 40, fast 40 und trotzdem total albern. Aber es ist ja auch schön, wenn man so Bekannte hat, bei denen man einfach auch mal so ein bisschen verrückt, ein bisschen crazy, wie er es sagen wird. Nein, er ist kein Amerikaner. Aber er sagt crazy. Oh heaven, ist das crazy. Oh heaven. Ja, ich find's geil. Oh heaven. Oh heaven, ist das crazy. Is this crazy? Ja. Ach. Ja. Ach, der hält mich um. Ich glaube, solche Menschen braucht man auch einfach in seinem Leben. Dass man einfach auch mal wirklich wieder krass ins Positive denkt. Ne? Und aus dieser... Ich glaube, jedes Mal, wenn ich so eine krasse Jammerphase hatte, keine Ahnung, war das so irgendwie Gedankenübertragung oder verrückt. Kam immer eine Nachricht von ihm. Ja. Aber immer in meinen schlimmsten Phasen. Keine Ahnung, wie er das gemerkt hat. Verrückt. Verrückt, aber schön. So. Jetzt habe ich dann nämlich auch mal diese langen Streifen einfach hier mal weg. Ich habe auch so viele jetzt vorhin schon am Ding wirklich knallhart genommen und entsorgt, weil ich halt einfach gesagt habe, ganz ehrlich, es ist mir wieder zu viel, was ich hier anhorte. Und ich hatte ja gerade den Webster's Pages jetzt echt noch auf der To-Do-Liste mit den Sachen, die ich einfach erledigen wollte, weil ich einfach gesagt habe, jetzt muss ich hier mal was tun, es muss sich jetzt hier was bewegen, dass ich einfach auch merke, ich nutze die Sachen. Genau, auf ein Thema wollte ich gerne noch kommen, und zwar war es, ich bin nicht nur direkt unter dem Video angeschrieben worden, sondern auch viel über den Insta-Account, warum ich so knallhart meine Journals aussortiert habe. Das ist schwierig zu schreiben. Ne? Es ist einfach Fakt. Es waren ja etliche Journals, wie ich ja schon gesagt habe, aus dieser heftigen Corona-Zeit mit dabei. Ich bin dann irgendwann während dieser Zeit recht stressartig, sobald ich die Möglichkeit hatte, losgerannt und habe mir bei Müller schon ein sehr qualitativ hochwertiges Zeichenblockpapier geholt. Na, das muss ich dazu sagen, das Papier an sich war sehr, sehr hochwertig. Und habe mir dann Journals gebunden. Also ich habe mir wirklich Journals gebunden, wie so eine bekloppte, keine Ahnung wofür. Ich weiß nicht, wofür ich so viele Journals wollte. Und dann habe ich halt auch während der Zeit oder auch schon davor, weil ich die auch bei mir im Shop, im Etsy-Shop drin hatte, habe ich schon davor immer mal wieder welche gebunden und habe mir auch wie nennt man das Prototypen gebunden, die aber sowas von katastrophal aussahen, weil die halt einfach schnell zusammengewerkelt worden sind und halt teilweise echt unter aller Sau aussahen. Ne? Also die sahen wirklich ranzig aus. Das waren Probeteile, die ich irgendwie gebunden habe.
Und dann dachte ich mir, ich brauche irgendwie ein Ventil in dieser Corona-Zeit. In der Phase habe ich noch sehr, sehr viele Menschen um mich herum gehabt, die einfach aus Prinzip und standardmäßig den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, außer jammern. Und das liest man aus diesen Journals einfach so krass raus. Diese Jammerei, diese permanente. Und diese Journals, wie ich ja schon im Video gesagt habe, als ich es aussortiert habe, sind so prall gefüllt von Jammern und Nölen und Maulen und Motzen, dass ich die dann irgendwann ganz hinten in die Ecke geschoben habe, weil ich es irgendwo selber auch echt nicht mehr ertragen habe, das zu lesen. Und ich eigentlich schon gar nicht mehr weiß, warum ich die aufgehoben habe. Fakt ist einfach, ja, man könnte überkleben machen tun, nur dass dann werden die so dick und fett. Ich müsste dann auch noch Seiten raustrennen, das heißt, ich müsste die komplette Bindung lösen. Gut, das ist nicht so schlimm, die sind nur getackert. Aber ich müsste die komplette Bindung lösen. Da müsste ich Sachen so viel wie geht rausholen, weil die halt schon echt dick und fett beklebt sind. Und muss ganz ehrlich sagen, bei diesen Prototypen, die ich Probe gebastelt habe, mache ich mir da einfach keine Mühe. Oder mache mir die Arbeit damit nicht, die jetzt komplett auseinanderzunehmen. Weil, sich das für mich einfach nicht lohnt. Da kann ich mir aus meinem Shop welche nehmen, ne? Mir aus meinem Shop welche abzwacken, rausnehmen, machen, tun und die dann verwenden. Da muss ich nicht diese unschönen gebundenen dann nehmen und auseinanderfummeln, machen, tun, um mir da halbwegs was draus zu binden. Was mir eventuell gefallen könnte. Ne? Also ich hoffe, das war jetzt gut genug erklärt. Ich bin so mies, was das Schreiben der Erklären betrifft. Also ja, das würde wahrscheinlich einen Kommentar sprengen ohne Ende. Deswegen dachte ich, ich spreche das jetzt hier nochmal ganz kurz an. Es ist nicht so, dass ich meine Journals nicht liebe, die ich vorbereite oder mache oder tue. Ich liebe jedes Einzelne. Aber halt nicht, wenn da drin zu 95% permanent die Jammerei steht. Ja. Also dann brauche ich die Journals echt nicht. Dann haben die auch für mich keinen Sinn. Oder hat es für mich keinen Sinn, dass ich sie aufhebe. Weil das ist für mich dann verschenkter Platz. Ich brauche kein Jammerjournal und ich muss halt auch ehrlich gesagt gestehen, das muss ich zu meiner Schande ehrlich zugeben, ich habe keinen Bock, die auseinanderzunehmen und zurechtzumachen. Muss ich zu meiner Peinlichkeit und Schande gestehen, dass ich da einfach überhaupt gar keinen Bock drauf habe, mir diesbezüglich so eine Arbeit zu machen. Genau, jetzt mache ich hier noch diese Streifen, diese breiten Streifen weg und dann bin ich happy. Genau, ich wollte gerade aufhören. Ne? Yes, egal. Ich mache das jetzt noch fertig, aber davor hole ich mir, glaube ich, die Papierschneide da mal her. Weil so einen langen Streifen so exakt schneiden oder die kleine könnte ich mir herholen. So, genau. Dann kümmern wir uns noch um 4 Streifen. Und dann ist das einfach auch erledigt. Ja, die kann man auch ein bisschen kürzer schneiden. Wie gesagt, sowas werde ich jetzt auch nicht aufheben. Vor 4 Jahren hätte ich das echt original noch aufgehoben. Jetzt mittlerweile denke ich mir, wofür? Wofür soll ich sowas aufheben? Was macht das für einen Sinn? Na? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da schon knallhart geworden. Wobei ich auch zugeben muss, bei dem Jacko Bear Album, also bei diesem Bärchen, das aussieht wie Michael Jackson oder so, halt diese Körperhaltung, diese typische Körperhaltung von ihm an den Tag gelegt hat, habe ich die Pumpe gekriegt, weil ich halt so viele Papiere
rausgeholt habe aus dem Blog, die mir partout nicht gefallen haben, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, naja, jetzt wird es gerade eng mit dem Designen des Albums. Und eigentlich war ja diese eine Seite doch ganz okay. Warum habe ich das eigentlich weg? Ja, also da muss ich gestehen, da bin ich dann schon so ein bisschen in die Bredouille gekommen. Genau, ich klebe das jetzt hier oben auf und nicht ganz am Rand. Ja, ja genau, ich zeige euch, also ich setze es nicht ganz hier an die Kante ran, weil sonst wird das eventuell einfach ein bisschen zu eng. Ja, also da habe ich sehr großzügig raussortiert und habe dann am Schluss gemerkt, ich mal lieber ein oder zwei Papiere mehr behalten, weil ich hatte es ja auch gesagt, das ist schon echt knapp geworden. Auch mit dem Einband muss ich mir innen echt noch was überlegen, weil ich gemerkt habe, dass ich die Papiere dafür im nicht richtigen, also im nicht richtigen Maß habe. Ne? Die sind zu kurz. Das war echt mies. Das war wirklich richtig, richtig blöd. Das, ja. Habe ich dann auch gesagt, Mensch, hätte ich doch für innen einfach auch ein Design genommen, das mir halt einfach nicht so gut gefällt. Das wäre ja jetzt in der Hinsicht auch gar nicht so schlimm gewesen. Ja, aber dann war es jetzt halt im Endeffekt so, ich war halt zu eifrig, weil ich halt einfach gesehen habe, boah, ich komme jetzt auch mit dem Album voran. Ich kann das meinem Bekannten jetzt dann wirklich nächstes Jahr schenken. Fand ich auch ganz süß. Ein paar von euch folgen mir ja auch auf Insta. Und ich hatte das ja in die Story gesetzt, so voller Freude. Und dann kam so, boah, pass bloß auf, der ist aber nicht bei Insta oder kann das nicht lesen oder so. Oh mein Gott, und wenn er das dann sieht, dann ist so die ganze Überraschung futsch. Und ich denke so, oh Leute, ihr seid so süß. Nein, er kann es nicht lesen. Er war für die Story gesperrt. Also ich hatte ihn, ich habe es so eingestellt, dass er die Story nicht lesen kann, in der es um dieses Jaco Bear Album geht. Das ist für ihn nicht lesbar. Das kann man ja so einstellen. Und ich habe da schon Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Na, keine Sorge. Kann er nicht lesen. Na, die Sorge von euch, die war so süß. Oh, ich fand es so, ja, voll lieb. Das hat mich echt mega gefreut, weil, ja, wie schnell hat man im Endeffekt sowas rausgeknallt und dann merkt man so, oh, verdammt. Hoffentlich hat er es noch nicht gesehen. Na, aber nein. Aber danke, ne? Erinnert mich da gerne immer wieder dran, weil manchmal ist es doch halt wirklich so, da ja, agiert mein Impuls schneller als oh, jetzt habe ich Stuss gemacht. Seht ihr? Ich habe es gerade von dem Impuls gehabt, ne? Von dem Impuls habe ich es gerade gehabt, ne? Oh, hoffentlich geht es gut jetzt. Oh, ach, Gott sei Dank. Ja, nee, Impuls, ne? Wenn man halt babbelt und nicht drauf achtet, ne? Immer die Babbelei. Die Babbelei und nicht drauf geachtet, was man macht. Ne? Boah, Leute, Leute, Leute. Ja, also ich denke, ich werde das jetzt wirklich erstmal so für die Späße betreffend unserem Weihnachtswichtel nehmen, weil ich da jetzt halt schon die Blätter drin habe, aber ich denke, ich werde das dann einfach so machen, dass ich diese einzelnen Blätter mit Büroklammern an die Hefte befestige und dann einfach das Journal dann dafür verwende. Und ja, ich vermute, wenn es dann zu einem Planertreffen kommt, dann werde ich den Planer dann eventuell auch mitnehmen und dann bestempeln, bekleben, bemachen, tun, keine Ahnung was. Also, dass er halt so richtig kunterbunt wird und alles. Und ja, genau, wenn ihr wollt, dann kann ich euch auch vom Planertreffen mal die
die Planer oder den Planer zeigen. Also ich würde echt gern mal eins führen, das wirklich dann einfach auch, das dann halt wirklich auch regelmäßig befüllt wird und wo es sich halt dann doch nett verläuft, ja, und dann nichts mehr ist. Weil das war halt echt schade, dass mir dann halt jetzt seit schon 3 Jahren nicht mehr zueinander gefunden haben, um da nochmal so ein Planertreffen zu machen. Aber es ist halt auch bei vielen echt viel anders geworden. Also da kamen Kinder dazu, dann waren Umzüge auch zum Teil ins Ausland. Die eine, wo ich ja diesen Planer hierher habe, ist ja ins Ausland gezogen. Ich glaube nach Norwegen oder nach Schweden oder so. Berufsbedingt wegen ihrem Mann. Und ja, da hat sich halt so krass dann doch wirklich viel verändert, dass halt erneute Treffen einfach nicht möglich gewesen wären. Ne? Und ja, wie gesagt, also das tue ich jetzt mal hier rein. Ich habe auch noch auf der Treppe, habe ich auch noch was liegen von dem Jacobear-Album. Das tue ich jetzt einfach auch mal hier mit rein. Das kann dann nämlich auch alles runter. Und diese ganzen anderen Sachen, die behalte ich mir jetzt einfach mal hier bei dem Planer. Und ja, ordne die vielleicht auch einfach mal so ein bisschen hier im Lauf des morgigen Tages dann wirklich auch so richtig mit ein. Vielleicht, keine Ahnung, mache ich da noch irgendwie was mit Zippo-Beuteln und was weiß ich, kann ja hier noch so ein Zippo-Beutel rein. Genau, oder halt irgendwie gucken, ob das Heft da noch so mit rein, das geht sogar da noch mit rein, schaut immer, ey, das ist ja genial. Und da ist der Planer noch nicht mal so fett, ne, das ist cool, dass das geht. Genau, noch dazu habe ich ja hier noch eine Tasche und ich habe ja hier auch noch was, ne, aber wie gesagt, diese kleinen Teile, die will ich da jetzt einfach nicht rein tun. Genau. Ich komme dann mal zum Schluss, ich räume da mal hier auf. Ich muss dann noch gucken, ob ich da hier irgendwie so ein bisschen was sauber kriege. Und ja, genau. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen richtig, richtig schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.